Autofahrer können aufatmen. Die Sperrung der B169 zwischen Cottbus und Senftenberg bei Kleinosnick ist seit heute wieder freigegeben. Auf der Strecke ist die Fahrbahn erneuert worden. Eigentlich sollte die Strecke schon am Montag freigegeben werden. Der starke Regen am Freitag hat die Arbeiten aber verzögert. Die Fahrbahn ist seit dem 17. Juni erneuert worden. Die Umleitung führte über die B97. Akademikermangel. Laut einer Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft fehlt es in ländlichen Umgebungen an Akademikern. Demnach liege der Akademikeranteil in Cottbus bei 19%, in Elbe-Elster dagegen bei nur 9%. Laut der Studie zieht es junge Menschen eher in Städte mit mindestens 500.000 Einwohnern. Brandenburg 4.0. Die FDP fordert für Brandenburg ein Digitalministerium. Die Digitalisierung soll damit zum zentralen Thema der Wirtschaftspolitik werden. Die FDP will laut eigenen Aussagen in den nächsten 5 Jahren auf die digitale Überholspur wechseln. Es soll ein Masterplan für ein Brandenburg 4.0 entwickelt werden.